Herzlich willkommen hier in der Lounge von Teach Today, einer Initiative der Deutschen Telekom, Nina Ruke. Wir haben Sie jetzt schon mehrfach erlebt hier. Ich würde Ihnen am Anfang einfach eine Frage stellen. Sie sind ja Moderatorin. Muss man da eigentlich auch was lernen oder ist man dann eigentlich durch und man kann das so aus dem Stegreif alles? Sie meinen jetzt die Moderationstechnik oder meinen Sie die Inhalte, die ich da jedes Mal zu transportieren habe? Ja, ich meine auch so wirklich die Technik. Muss man, ist das einmal dann drin oder lernen Sie da auch weiter? Kommt drauf an. Also wenn man die Medien wechselt oder auch die Sendungen wechselt oder die Auftritte wechselt, dann lernt man jedes Mal was dazu. Ob ich jetzt eine Podiumsdiskussion auf einer Wirtschaftsveranstaltung moderiere oder einen Galaabend zum 125-jährigen Bestehen eines Unternehmens, sind völlig andere Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt. Und da ich immer wieder Neues mache, lerne ich immer wieder dazu. Sehr schön. Ich lerne hier auch sehr viel dazu. Ich moderiere nämlich nicht jeden Tag. Ich sitze sonst am Schreibtisch. Das macht mir aber wahnsinnig viel Spaß. Wenn Sie jetzt mal sich zurückerinnern, wir haben ganz viele Lerngeschichten hier auch aufgesammelt an Ihre eigene Schulzeit oder Studienzeit. Gibt es denn auch so ein Lernerlebnis wie bei Paul Breitner, wo Sie sagen, das hat mich auch ein bisschen geprägt? Gibt es ganz viele, aber besonders hat mich ein Lehrer geprägt oder Lehrerpersönlichkeiten haben mich geprägt. Ich kann mich an manche Unterrichtsfächer deshalb besonders gut erinnern, weil ich Persönlichkeiten als Lehrer hatte, die sehr bewusst den einzelnen Schüler gesehen haben, die uns, obwohl wir 30 in der Schulklasse waren, in der Hauptschule, das damals hieß das noch Hauptschule, Volksschule hieß das, trotzdem jeden einzelnen Schüler gesehen haben und gefördert haben. Natürlich nur in kleinen Aufmerksamkeiten, aber mich haben besonders motivierte Lehrer, die Lust auf Lernen machen, ganz stark fasziniert. Jetzt ist ja viel Zeit vergangen. Sie machen das, glaube ich, von Anfang an hier auf dem Deutschen Schulleiterkongress. Sie haben wahnsinnig viele Schulleiter erlebt. Wahrscheinlich sind da auch ganz nah dran. Haben Sie das Gefühl, dass sich Lernen wirklich verändert hat, dass man vom Lernen neu denken sprechen kann? Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung als Studienrätin sagen, weil ich 7 Jahre an einem Gymnasium unterrichtet habe und wir hatten damals gerade so die ersten Anfänge von computergestütztem Sprachtraining. Okay. Ja, aber da war noch überhaupt nicht an PC, Laptop oder Sonstiges zu denken. Lernen neu denken ist absolut richtig und ist in unseren Schulen, finde ich, noch längst nicht so angekommen, wie wir es als Industriegesellschaft und Wissensgesellschaft brauchen. Wir brauchen Schüler und Schülerinnen, die eine Medienkompetenz entwickeln, mit großer Lust, alle diese Medien zu beherrschen und mit großer Souveränität, die dann auch weglegen zu können. Ich glaube, da haben wir auch einen ganz schönen Input gegeben. Herr Krämer auch hat gesagt, komm, traut euch was, legen wir los. Er traut ja Schüler dann mehr zu als sich selbst, zum Beispiel bei seiner Tochter. Das fand ich ganz schön. Da hat er auch ein paar Lacher bekommen, aber das hat er ernst gemeint. Das ist eigentlich eher eine Wertschätzung der Lehrkräfte gewesen. Nun frage ich dann immer jeden, der hier steht oder jeden, sagen Sie mal, gibt es denn auch einen Tipp, was Sie den Schulleitern mitgeben wollen für ihr eigenes Arbeiten im Bereich des Lernens mit Medien, wo Sie sagen, sowas würde ich gerne mit auf den Weg geben? Ich denke mal, am besten könnte sein, mit jungen Leuten zu lernen. Ja, dass ein Schulleiter mal in eine Gruppe geht, die an der Schule in irgendeiner Form mit neuen Medien kreative Dinge tut und der Schulleiter ist einfach selber dabei und kapiert, wie die ticken, wie die diese neuen Medien, also die Tools einsetzen und lässt sich dann von einem Schüler vielleicht nochmal individuell Nachhilfeunterricht geben. Das geht natürlich wie ein Lauffeuer in der Schule rum, dass ein Schüler den Schulleiter unterrichtet. Ich könnte mir vorstellen, das macht echt was her. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, mal den Perspektivwechsel zu wagen. Gestern haben wir ihn ja auch erlebt, die Schulleiter haben den DSLK gerockt. Da habe ich mir manchmal gewünscht, das hätten wir live gestreamt in eine dieser bekannten Plattformen und hätten auch mal gesehen, wie Schulleiter eben auch drauf sein können. Das sind nämlich Menschen, die hochmotiviert auch ihren Job machen. Vielen Dank für das kurze Interview. Alles wird gut.